Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich begrüße euch zu einem, nicht ganz schnellen Tod, aber hoffentlich schneller als er sich gehofft hat oder gedacht hat. Lauf nur nach Hause! Bin ich nach Hause? Genau das will ich machen. Oh yeah! Oh nein, da kommt schon wieder einer. Die sind alle so böse auf mich. Warum? Was habe ich denen denn getan? Aha. Na, Gott sei Dank. So, erledigt. Ah, da gibt es ein Buch. Das werde ich mir natürlich holen, ist klar, ne? Bevor wir dann zu Basim aufbrechen, hole ich mir dieses Buch. Ach, jetzt geh weg. Boah, kann ich den denn hier nicht? Hoppala. Warum denn so kopflos, mein Freund? Man sollte immer mit Köpfchen kämpfen, nicht ohne. Ich höre das Buch. Wo ist es? Da drüben. Buch? Hast du das gesehen? Habe ich den Schlüssel schon? Nein. Einer hat den Schlüssel von euch. Oh. Und ich weiß nicht wer. Wer hat ihn nicht? Na? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wo ist hier denn der Schlüssel? Aua. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, hier ist kaputt. Hier ist Essen. Da drin ist der Schlüssel. Okay. Da muss ich also rein. Komme ich hier rein? Ah, da oben komme ich rein. Das ist gut. Und hopp. So, Eva da hoch. Nicht dahin. Meine Güte. Was er macht. Okay, ja, jetzt geht's doch. So, jetzt sind wir. Ah ja, da. Okay. Ich dachte schon, ich komme jetzt hier nicht rein. Ach, da unten ist einer ganz fröhlich am Trellern. Wo ist er denn? Eivor? Was machst du hier für Spirenzien, Alter? Ist gar keiner drin. So, Schlüssel. Oh, ist das hell da? Was ist denn da los? Da knallt die Sonne durch. Aha. Gut. Nehmen wir das Trüchen noch mit. Sonst ist hier nichts mehr drin. Nein. Okay. Das nicht kaputt machen? Doch, jetzt hat er. Oh, da draußen ist aber der Teufel los. Wenn ich jetzt rauskomme, dann brennt die Hütte. Egal. Guten Tag. Du gehörst mir. So. Oh, wow. Ach, nicht so einer schon wieder. Gott sei Dank. Boah, die sind so nervig, diese Jungs. Folgt ihr noch! Wieder ein Gegner. Christus wird mir beistehen. Ja, schauen wir mal, wie dein Christus dir beisteht. Also wenn das beistehen heißt, dann kämpfe ich lieber alleine. So, irgendwo war doch noch einer da oben. Der beschweißt mich die ganze Zeit mit seinen Pfeilen. Geh weg. Die brennen auch noch. Mist! Was ein kleiner Brenner. Dafür verreckst du sofort. So. Eieieiei. Hör auf zu brennen. Uiuiuiui. So. Oh.
Boah, das hört ja gar nicht mehr auf hier. So, feiern. Eivor, der Fehler. Nicht der Fehler, sondern der Fehler. So. Das Schlüssel haben wir. Und jetzt hier drin. Einen wunderschönen guten Tag, Buch des Wissens. So, was bekommen wir hier? Bors Rache. Sehr schön. Sehr schön. Das geht auch kaputt. Dankeschön. So, genau das wollte ich haben. Aber das nicht. Die Erinnerungen meines Großvaters. Mein Großvater erinnert sich noch daran, dass Ochsenfurt nicht mehr war als eine kleine Stelle, an der der Fluss etwas seichter war. Hirten kamen hierher, um ihre Ochsen auf den Markt zu bringen. Und heute? Häuser, eine Schenke, Fischerhütten. Bald werden ganz Mercia für unseren Fisch bekannt sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber ich kenne euch zumindest. So, den Typen haben wir erledigt. Was haben wir denn noch? Nein, nicht Quest. So. Ist hier noch einer? Nein. Nur Cola. Wo finden wir Cola? Kommt, lasst uns mal nach Cola suchen. Kendall? Edwald? Das hier Cola? Das ist Cola hier oben. Ach, warum ist der Cola da oben? Aber den Redwald, den können wir auch, oder? Schauen wir mal. Ich hoffe, der ist auch gleich noch da, wenn wir da jetzt ankommen. Wenn der weg ist, habe ich den Weg umsonst gemacht. Redwald, Redwald, wo bist du? Redwald. Ich befürchte, der ist nicht mehr hier. Ah, guck, der ist schon... Achso, ne, Moment. Doch, der ist noch da, da unten irgendwo. Ja, dann wollen wir doch mal hin zu ihm, hä? Okay. Ich hab ihn gehört. Was siehst du? Das Beste wäre, wenn Sünen Redwald sehen würde. Aber ich befürchte, der Typ nicht hier ist. Doch, da hinten war er, oder? Moment hier mal. Genau, den werden wir... Ah, er kommt in diese Richtung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da muss ich nämlich nicht so weit laufen. Na komm schon, Eivor. Bleib doch einmal kurz stehen. Nur ganz kurz. Ich will dir doch nichts Böses. Ich will nur deinen Kopf. Was hältst du davon? Nur deinen Kopf. Oh. Wow. Du bist ein böser Junge. Oh, der hat zwei Angriffe hintereinander. Boah. Oh, und der hat eine Riesenreichweite. Himmel, Arsch und Zwirn. Okay, der Redwald ist... Boah. Schnell einmal. Oh. Himmel.
Das war jetzt aber nicht so fair, Junge. Okay. Ui, was macht der denn? Schmeißt der einfach? Oh. Okay, das... Okay, okay, okay. Das... so gefällt mir das nicht. Okay. Oh, ich brenne. Das ist nicht so gut. Hör auf zu brennen. Du Idiot. Oh, oh. Hey. Was war das für eine Aktion? Okay, das war krass. Himmel. Was hat der mit mir getan? Krass, krass, krass. Was ein kleiner Bastard. So. Aber werd ihn trotzdem nochmal. Werd ihn mir zur Brust nehmen. Werd nicht aufgeben. Lauf doch mal ein bisschen, Eivor. Ach, das kann ja ewig dauern. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ja, ist zu spät. Dafür ist zu spät, Eivor. Okay, der Typ ist echt heftig. Aber er ist nicht unbesiegbar. Ich habe ihn schon gut runtergerockt. Auf jeden Fall. Und... wenn man weiß, wie der Penner kämpft, dann ist das auch nicht so schwer. Oh, okay. Da habe ich wieder Blödsinn gemacht. Was ein kleiner, mieser Penner. So. Oh, okay. Kleiner Sack. Oh. Hat der mich getreten? Wie ein Mädchen. Ich habe keine Energie mehr. Au. Oh, oh, der war knapp. Junge! Aus dem Verborgenen sucht es dich heim! Ja, dann mach das mal. Der Typ, der schmeißt mit Sachen. Ui, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das habe ich nicht gesehen. Die Dunkelheit ruft, Rabenkind. Was ein kleiner, mieser Penner. Ich schwör's. Okay. Jetzt erlegt mich schon wieder. Uiuiui. Okay. Deine zwei Angriffe hintereinander sind brutal. Vor allem dieser rote. Ei, ei, ei. Na komm schon, komm schon.
Oh. Ui. Oha. Der schmeißt gleich wieder mit seinen brennenden Säckchen wetten. Oh. Oh nein, ich brenne schon wieder und ich habe keine Energie mehr. Ja. Gibt es hier denn nichts, wo ich mal ein bisschen was knabbern könnte? Zeit, das Land zu rein! Okay, ich bin eh gleich im Arsch. Oh, wow, 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 wow. Die Dunkelheit ruft, Rabenkind. Ja. Oh, er kommt wieder mit seinem brennenden Ding da an. Oh, okay, erledigt. Nein, das war das letzte Mal jetzt. Ich werde erstmal noch ein bisschen stärker, bevor ich den angreife. Ich weiß gar nicht, was hatte der denn für eine Stärke? Habt ihr das gesehen? War der jetzt auch bei 90 oder so? Oh, das ist ganz schöner Psycho. Nee, also... Hä? Okay, da ist er. Ich würde den doch zu gerne besiegen. Zu gerne würde ich ihm den Schädel einschlagen. Aua. Oh, ich habe gar keine Energie mehr. Wo ist denn mein ganzer Essenskram hin? Oh. Uiuiui. Okay. Der war nicht fies. Der war fies, weiß ich. Also. Okay, hat sich erledigt. Mami, der will mich hauen. Ich will das nicht mehr. Der tut mir so dolle weh. Ja, ja. Na komm mal. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Da legst du dir doch wieder. Boah. Na komm. Okay, das zu durchschauen ist echt heftig. Aua. Jetzt guckst du, wa? Der hört nicht. Ui. Okay, der lässt sich nicht verarschen. Oh oh. Na komm. Ey. Warum war das nicht gut? Ja. Wo laufe ich denn? Oh, ich habe nichts mehr gesehen. Okay. Wow. Okay. Komm, mach mich platt. Nein, meine Freunde, ich habe eine Chance gegen ihn. Absolut null. Naja, egal. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Oh je. Ich gehe und rede einmal mit... Wie heißt er denn, der Typ? Heiter. Ich werde mit dem reden.
wegen diesem Knorri, Knövi, wer ist der, Köti? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Typ heißt. Aber wegen dem werde ich jetzt mal mit ihm quatschen. Und mal gucken, was er sagt. Ja, komm schon, spieß dich schneller. Macht euch mal aus dem Weg. Los. So, Item. Bruderschaftshaus. Da oben war das, genau. Ja, wo hier die ganzen Opfer sitzen. Genau. So, erzähl mal. Ich habe hier etwas für dich. Eine Nachricht, die dich verstimmen könnte. Oh, nee. Sprich nur. Erinnerst du dich an Kjötvis Sohn, Gorm? Er hat mittlerweile den Platz seines Vaters im Orden eingenommen. Ist das so? Ist Gorm hier in Englerland ein weiterer Name auf unserer Liste? Er ist eines unserer Ziele. Aber er ist nicht in Englerland. Er ist weiter westlich. Ein Land namens Vinland, vor Jahrhunderten von einem irischen Seemann namens Brenin entdeckt. Der Orden der Ältesten ist neuerdings sehr an Vinland interessiert, aber ich vermag nicht zu sagen, warum. Lass es mich für dich herausfinden. Nach Gorms Tod. Vinland ist meinen Quellen zufolge weit entfernt. Es könnte Wochen dauern, ihn zu finden, nach langer, gefährlicher Reise. Keine Gefahr könnte mich abschrecken, Heitam. Ich spreche mit Randvi und plane die Überfahrt. Gab es sonst noch etwas? Aber das? Nein. Keine Ordensiegel. Erzähl mir, was du hier tust. Wenn du ein Mitglied des Ordens der Ältesten auslöschst, bring mir dessen Siegel. So kann ich wissen, wer uns keine Probleme mehr macht. Okay. Aber warum kann ich ihm keine Siegel geben? Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Weil ich immer nur 6 auf einmal geben kann? Deswegen vielleicht? Was ist das? Ach, ein Nerv zu lesen. Genau, habt ihr das gesehen? Eine Strohpuppe greift nach meiner Hand. Oh, ist krass. Richtig geil. So, egal. Wir gehen jetzt erstmal nach Kat. Oh. Haben wir hier unten? Oh, Moment. War das nicht das, wo wir hingegangen sind? Wo ich hier unten... Genau, hier die Höhle der Prüfungen. Oh Mann. Ja. Genau das war das. So. Neuer Look gefällig. Das Aussehen einiger Ausrüstungsgegenstände kann sich in Abhängigkeit von ihrer Qualität verändern. Na gut. Ist jetzt nicht so wild. Nicht so interessant. Der Winkelzug des Abts. Finde Bassino, sprich mit ihm. Hey, moin Leute. Na, was läuft? Hey, Wursch! Gut, das ja weg. Ah, es ist wirklich kein... Kein Dings dabei. Wie heißt er? Da können wir nicht segeln. Wirklich kein Duck dabei. Zeit für ein Lied! Glaub's ja nicht. Nee, nicht schon wieder ein Lied. Ist unter euch ein Seeskalde? In meinem 19. Winter befahl Königs Thürbjörn die Errichtung eines neuen Langhauses, der wunderbaren Halle, die nun in Formberg steht. Um dieses Langhaus zu bauen, setzte er 20 Männer ein. Unter ihnen waren ich und auch Fradi, der stärkste und beleibteste Mann, den ich je sah. Wir machten uns daran, Bäume zu fällen und Holz zu hauen. Fradi war der schnellste. Er streckte 41 Bäume in nur 2 Tagen nieder. Am dritten Tag stand ein spindeldürrer Mann namens Nahr kurz davor, seinen ersten Baum zu fällen. Er hatte ihn von allen Seiten behauen, wie ein verrücktes Tier. Aber der Baum fiel in eine unvorhergesehene Richtung, direkt auf Fragen. Nahr rief eine Warnung, doch war es zu spät. Fradi hatte nur genug Zeit, sich dem Unheil zuzuwenden, das auf ihn hinabkrachte. Er hob seine Arme, um den Holzhammer zu umarmen. Erzähl nachher weiter. Seid mir! Ja, ganz nachher weiter quasi. Was haben wir da? Wie weit ist das entfernt? 713. Moment hier mal. Lass mich mal kurz. Was sind wir denn hier?
ich muss dahin. Warum kommst du hier mit mir her? Was soll denn der Scheiß? Er ist ja in die komplett falsche Richtung gegangen hier. Mal kurz was schauen. Das Ding. Hol eine Stärke 160. Noch hier hin. So, einmal die Quest ausmachen. Und dann. Ist das Segel? Machst du schon einen guten Teil? Fra, die hatte nur genug Zeit, sich dem Unheil zuzuwenden, das auf ihn hinabkrachte. Er hob seine Arme, um den Holzhammer zu umarmen. Die Gewalt des stürzenden Baumes trieb Fradi tief in die Schneebank. Doch ließ er nie los. Er hielt den wütenden Stamm wie eine Geliebte. Wie Hunde buddelten wir im Schnee, um ihn zu erreichen. Wir fanden Fradi in 3 Metern Tiefe, am Leben, doch mit Schmerzen. Den Baum noch immer auf den Schultern. Was ein Held. Können wir nicht segeln? Den segelt ihr halt nicht. So, da vorne will ich hin. Lunden. Aha. Na gut. Wenn es durch Lunden durchgeht, dann ist das so. Leg den Mast hier hin! Sehr gut. Und wer stellt den Mast jetzt wieder? Mast stellen! Das habe ich noch gar nicht beobachtet. Ist ja cool, dass die das so auch animiert haben, dass die das machen. Mehr Segel! Cool auf jeden Fall. So, da vorne geht's lang. Hoffentlich sind wir dann noch bald da. Ah, was ist hier? Plündern? Nein, wir plündern jetzt nicht. Wir haben sowas schon mal gemacht und haben ordentlich auf die Fresse bekommen. Und ich habe jetzt schon, weiß ich, 3-mal wieder von vorne angefangen, beziehungsweise Neustart gemacht, weil der Redwald mich verprügelt hat. Aufs Schlimmste. Nee, nochmal nicht. Okay, aber hier wollen wir hin. Will mal die Quest wieder anmachen. So, da ist es. Okay, Leute, wir halten hier an. Hier müssen wir rudern, Evo! Hier wird nichts gerudert, ihr bleibt stehen. So. Ich laufe den Rest jetzt. Aber nicht alleine. Wie schön das ist, dass mein Wolf immer mit dabei ist. So, irgendwo hier soll ja Bastian sein. Eine Grafensinnbrücke, okay. Oh. Okay, ihr kennt mich noch nicht. Ihr könnt nicht böse auf mich sein. Sehr gut. Okay. Hä? War Bastian nicht eben gerade noch ein bisschen näher? Ich will doch nichts, Mensch. Lass mich in Ruhe. Sind die eigentlich immer alle so böse auf mich? Ich bin das erste Mal hier in diesem Land. Und schon hassen mich alle. Gut, ich meine, Evo hat jetzt kein liebes Gesicht oder so, aber... Hä? Ach, Mensch, geht doch einfach alle weg. Lass mich in Frieden. Okay. Was siehst du da oben, Sönin? Oh. Also, irgendwo hier wird Bastian sein. Gut. Hier! Einfach hier durch. Unterschied Augustin nicht zwischen Glauben und Verstehen? Was ich sagen will, ist, dass der Glaube die größte Bedeutung hat. Ja.
Denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbsünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene Neugeborene freien Willen? Ja, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine Ohren, Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Tscherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Schließt du Freundschaften? Sieht so aus, ja. Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Okay. Was ist mit der freudzerstörenden Fulke? In deiner Nachricht hieß es, du hättest sie in Kent aufgespürt. Sie ist hier irgendwo. Und im vergangenen Monat war Sigurd bei ihr. Doch wer weiß, ob dies morgen der Fall sein wird. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes. Ein Heide und ein Ketzer. Um Fulke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Fulke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Greuel. Stimmt, aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken. Nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund. Abt Kühnebert. Voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Kühnebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen. Und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Das tun wir, das Instrument der Ältesten. Lage Kent gestartet. Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden, Basim? Ich habe immer Frieden. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. So, bevor ihr jetzt noch weiter quatscht, beende ich diese Folge an der Stelle, meine Freunde. Ja, in der nächsten Folge geht's genau hier weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Wir sehen uns. Bis denne.